schief gehen. Können wir nicht einfach den Todesstern zerstören? Da weiß ich, wie es geht. Nur in das Loch was reinschmeißen, passt. Zielcomputer ausschalten und draufhalten, ja? Passt. Ah. So, Hupa-Bupa-Zeit. So, okay. Hallo Freunde des guten Geschmacks und schön, dass ihr wieder eingeschaltet zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront hier bei den Chucky Monkeys. Wir spielen heute mal Multiplayer und zwar Galaxieeroberung. Wir sind ich und der wundervolle, einzigartige, 100% der sexy Schwabe, der Spätzle, der Schwabe, ohne den es keine Spätzle geben würde, Krulli. Der sich gerade Liquid Hupa Bupa reinpfeift, ja. Ja, genau der. Gibt's eigentlich, gibt's eigentlich Spätzle Liquid? Nee. Wäre doch was für dich. Ist ein Ingame. Was? Ich lade noch. Was? Ja, ich lade immer noch. Naja, zumindest wir spielen jetzt Endor, Forschungsstation 9. Angeblich ist auf den Waldmond immer noch eine Forschungslabor in Betrieb und die Rebellen starten einen Angriff, um sich Ressourcen zu sichern, bevor das Imperium evakuieren kann. Ha-hu! Was sind wir denn, Rebellen oder was? Nö, ich bin Imperialer. Imperialer? Imperialer. Imperialer. 3 Tage später. Ich glaube, erst ist fertig mit Laden. So, Charakterwechsel. Schwer. Waffe ausrüsten. Jetzt haben wir so viele neue Waffen. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich mal eine andere nehme hier. Und zwar nehme ich jetzt mal... Alter. Okay. Ich glaube, ich nehme mal die. Die sieht gut aus. Die nehmen wir jetzt mal. Was hast du? Das ist die T21. Okay. Ach, das treibt man rum. Okay. Auf geht's. Ins Gefecht. So, wir starten mal bei Krulli, der immer noch nicht im Spiel ist. Doch, jetzt sind wir gestorben. Ja, aber ich kann nicht bei dir starten, Kram. Ich starte beim Standard. Okay, es ist Duster und Krulli ist näher. Da ist Krulli. Krulli! Hi. Auf in den Kampf. Oh, ich höre schon die AT-ATs. Oha, da hätten wir geschossen. Alter! Siehst du das auch? Sag mir bitte, dass er gut ist. Der ist nicht gut, der ist böse. Alter. Verrecke. Au. Rakete im Ziel. Kampfläufer beschädigt. Okay. Da hat mir voll einen reingedrückt, der Kampfläufer. Aha. Aber die Waffe ist nicht so bombastisch. Ich nehme mal die. Ah, halt. So, nehmen wir mal die. Und auswählen. Und Standard und Start. Kuli, bist du schon wieder tot, oder? Nö. Ah, ich sehe dich. Ich sehe deinen grünen Kadaver. Aber. Alter Schwede. Kriegt gar keinen Schaden, dann kann das sein. Der schießt. Wow. Alter, ich komm gar nicht weg. AT-AT unter Beschuss. Haben wir irgendeinen, der irgendwas Tolles kann? Nee. So Sprengladungen oder so? Dafür musst du erst Punkte generieren. Also Feinde töten. Na toll, wieder, wenn die schon mal alle tot sind. Mhm. Cooles System, ne? Boba Fett ist hier. Damit müssten wir im Vorteil sein. Ich rücke jetzt vor auf den AT-AT. Ich habe eine Sprengladung im Portemonnaie und ich bin tot. Begutachten den Kampfläufer. Sichtbare Schäden. Oh Mann. Alter Schwede. Katastrophe, ey. Katastrophe. Okay, ich kann in dem Fahrzeug starten. Oder auch nicht. Da sind schon einer drinne. Okay.
Ich weiß jetzt nicht so wirklich, ob ich da wieder hinlaufen will, weil ich immer sterbe. Ich habe einen Raketenwerfer gefunden. Den habe ich gerade aufgesammelt. Ich habe einen Raketenwerfer. Hier go, bei unserer Basis liegen Raketenwerfer rum. Wo denn? Ach, awesome. Siehst du, ich meine, wo bist du denn? Ah, okay, au! Hab. Der Schweinehund schießt auf mich. Alter, ich habe es nicht mal geschafft abzuschießen. Da wurde ich schon weggesnipert. Ich glaube, wir müssen den AT-AT besiegen, bevor er hier ankommt. Kann das sein? Ich habe einen Raketenwerfer, können aber nicht abfeuern. Ja, du musst gedrückt halten. Alter. 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 Signaturen erfasst. Alter, wer schießt denn hier auf mich? Fuck you! Der AT-AT ist schon in der Basis. Finde ich jetzt nicht so gut. Zurückziehen sollen wir uns. Kampfläufer in Position. Bereit zum Eindringen in die Basis. Rückzug in den Innenbereich. Rückzug! Au. Ich habe den Rückzug nicht mehr geschafft. Sie werden diesen Ort einnehmen, bevor sie ihn zerstören. Die Schiffe zur Evakuierung sind fast bereit. Wir nehmen so viele Truppen mit wie möglich. Bis dahin, bleibt standhaft und kämpft. Wir liegen überall Tote rum. Hier macht ein Kommandeur der Rebellen ganz schön Ärger. Was für ein Chaos hier. Alter! Ey, die snacken dich ja nur noch weg hier. Mhm. Das ist nicht mehr lustig. Nö, 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 nö. Wir sind zu schwach. Ja. Yep. Und zu schnell. Alter, ich komme raus und werde gleich weggeknallt. Hammer. Hammer. Du wirst das hier nicht gewinnen. Ich komme aus der Tür raus und krieg gleich einen von Luke Skywalker verpasst. Heidewitzka. Heidewitzka, Gott sei Dank. Wir haben verloren. Okay, Leute. Ihr seht schon, also Multiplayer ist nicht so unsere Stärke, ne, Kulli? Wir hoffen trotzdem, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, lasst uns Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.